Guten Tag. Tag. Grüß Gott. Hallo. Sie hören die erste Kassette von Deutsch Express. Mein Name ist Irmgard. Und ich bin der Hans. Ich heiße Brigitte. Und ich heiße Jörg. These cassettes contain 15 units, each of which corresponds to a chapter in the course book and a radio program. Sometimes you'll find it helpful to have the book with you as you listen. But there'll be times, especially once you get to know the cassettes, when you can listen as you're doing other things. If you need to look anything up, don't forget to use the pause button. Each cassette contains dialogues. These are real-life recordings made in Germany, some of which are also in the radio programs. They are numbered on the cassette and in the book, so that you can find them easily. Pronunciation sections, with some useful tips and practice to help you develop a German accent. Language exercises. The first of these, called Jetzt sind Sie dran, is a role play for you to take part in, and it follows the same theme as in the book. The other language exercises follow the pronunciation section. These exercises have pauses for you to speak before we give the answers. You'll also find the answers printed on the cassette sleeve. And at the end of every third chapter, you'll find etwas zum Zuhören, a short passage for you to listen to and enjoy. So, jetzt geht's los. Chapter 1. Ankunft. First dialogue. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin gerade in Freiburg angekommen und suche ein Doppelzimmer. Haben Sie noch etwas frei? Ja, wo suchen Sie denn das Doppelzimmer? In der Stadtmitte oder etwas außerhalb? Etwas außerhalb wäre mir eigentlich lieber. Ja, suchen Sie es mit Dusche und WC oder ohne? Mit Dusche bitte und WC. Ja, dann müsste ich Ihnen mal den Plan zeigen. Dann kann ich Ihnen zeigen, wo die Hotels liegen. In welcher Preisklasse suchten Sie es denn? Ja, es sollte nicht so teuer sein. Ja, was meinen Sie unter nicht so teuer? Also es geht mit Dusche WC etwa ab 70 Mark los. Ja, ab gut, so unter 100. Also das wäre mir schon recht. Ja. Da käme in Frage beispielsweise im Ortsteil Günterstal, käme in Frage beispielsweise der kühle Krug. Da kostet das Doppelzimmer zwischen 80 und 90 Mark mit Dusche, WC und Frühstück. Ja, das ginge. Ortsteil Günterstal, gibt es da eine gute Verkehrsverbindung? Ja, da könnten Sie von der Stadtmitte aus mit der Straßenbahn fahren. Dann wären Sie etwa in 10 Minuten in Günterstal, die fährt direkt durch. Das wäre nicht schlecht. Hätten Sie zur Sicherheit noch eine andere Möglichkeit? Ja, beispielsweise in Kappel, im Kreuz. In Gasthaus Kreuz, der Preis wäre zwischen 76 bis 92 Mark, je nach Größe des Zimmers. Nur wäre die Verkehrsverbindung da nicht so günstig wie nach Günterstal. Da müssten Sie mit der Straßenbahn von der Innenstadt fahren bis Ortsteil Littenweiler. Und in Littenweiler müssten Sie von der Straßenbahn in den Bus umsteigen nach Kappel. Ja, dann ziehe ich das Hotel in Günterstal doch vor. Machen Sie die Reservierung hier? Ja, ich müsste jetzt telefonieren mit dem Hotel und wenn ich für Sie vermittle und reserviere, kostet das pro Person 3 Mark Vermittlungsgebühr. Ja, das werde ich noch zahlen. Ja. Und ich möchte allerdings erst heute Abend dorthin gehen. Ja, das geht in Ordnung, ja. Second Dialogue. Suchst du ein Zimmer? Nein, ich suche kein Zimmer. Ich schaue nur so, zum Spaß. Wo wohnst du? Ich wohne in Freiburg. Und war es schwierig, das Zimmer zu finden? Es war etwas leichter als sonst, weil es gibt manche Zeiten, in denen es leichter ist, eins zu finden. Und manchmal ist es schwieriger. Und wie hast du es gefunden? Ich war beim Studentenwerk. Die haben dort eine Zimmervermittlung. Und dort liegen so Karten aus mit Zimmerangeboten und man kann dann schauen, ob man eins findet, was einem passt oder nicht. Wohnst du privat? Ja, das ist ein Zimmer, es ist separat und ich teile das Bad mit einem anderen. Das ist der Sohn der Vermieter. Und die Familie ist nett?
Ja, ja, die sind sehr nett. Also das ist sehr selten, dass man das findet. Die wohnen im selben Haus und sie sind sehr freundlich und bieten mir an, die Wäsche zu waschen und alles Mögliche. Also bin ich sehr zufrieden. Jetzt sind Sie dran. Im Fremdenverkehrsamt. Guten Morgen. Say good morning. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Say you're looking for a guest house. Ich suche ein Gasthaus. Außerhalb der Stadt oder... Say in the town center. In der Stadtmitte. Für wie viele Personen? Say for a family with two children. Für eine Familie mit zwei Kindern. In welcher Preisklasse? Say between 40 and 50 marks per person. €40 bis €50 pro Person. Im Gasthaus zur Krone ist der Preis zwischen 45 und 55 Mark. Geht das? Say, how do I get there? Wie komme ich dorthin? Von hier aus 5 Minuten zu Fuß. Ask if there's anywhere to park there. Ist dort einen Parkplatz? Ja, vor dem Gasthaus ist ein Parkplatz. Say, that'll do me fine. Das wäre mir schon recht. Third Dialogue. Frau Müller, Sie wohnen hier in einem herrlichen Haus. Wo liegt es? Es liegt fast am Ortsende von Staufen und Richtung Münstertal, die meinen Garten. Und hier gegenüber ist ein kleiner Bahnhof, das ist der sogenannte Bahnhof Süd. Und es war früher eine ganz ruhige Wohngegend, aber durch diesen zunehmenden Verkehr, vor allen Dingen Ausflussverkehr nach dem Münstertal, Belchen, ist es sehr, sehr laut für mich geworden. Wie viele Zimmer hat Ihr Haus? Unten sind die Praxisräume eines Steuerberaters. Mein Wohntrakt liegt ausschließlich im ersten Stock und der umfasst ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad und eine Küche. Eine sehr große Küche allerdings. Und dann dieses ganz Mansardengeschoss, das Obergeschoss, das beherbergt noch 2 Zimmer meiner Söhne. Und 2 Zimmer, die ich gelegentlich an Goethe-Studenten abgebe, oder das heißt fast immer, wenn Bedarf ist, hat ein eigenes Bad oben und finde eine sehr schöne Aussicht. In welchem Raum halten Sie sich persönlich am liebsten auf? Ich würde sagen, hier in diesem Raum, weil ich da als Einzelperson eigentlich alles verwirklichen kann, was ich möchte. Ich kann hier an meinem kleinen Tisch essen, ich kann lesen, ich kann fernsehen, ich kann an meinem Schreibtisch meine Post und Sonstiges erledigen. Also ich bin am liebsten hier. Ihr bevorzugter Raum ist also das Wohnzimmer, in dem wir gerade sitzen. Und ich sehe hier, es gibt einen Balkon. Ja, das ist natürlich meine Sommerwohnung. Das ist an sich, weil ich bin eigentlich im Sommer, wenn es nicht zu heiß ist, bin ich den ganzen Tag da draußen. Also es ist wirklich ein kleines Sommerparadies. Chapter 1, Pronunciation Section. Let's start off our pronunciation practice with the U-Umlaut sound. Ü. Jörg will say 4 words, some with just the vowel U and some with U umlaut. You decide how many of the words in the group have an umlaut. Wurden, würde, Wut, Würmer,
The answer is two. Würde and Würmer. Here's some more. Küche, Ort, Küchen, Kühl. Three. Küche, Küchen and Kühl. Here are some examples from the chapter for you to repeat. Ich suche den kühlen Krug. Mit Dusche. Ja, gut. So unter 100. Nicht so günstig wie nach Günstertal. Fünf Minuten zu Fuß. Drei Mark Vermittlungsgebühren. Natürlich ist mein bevorzugter Raum die Küche. Es war früher eine ganz ruhige Wohngegend. Zum Glück. Nach dem Frühstück. Chapter 1. Language Exercise 1. At the end of each chapter in the book, you'll find a grammar summary printed on colored pages. In Chapter 1, it's all about the different cases, and it tells you which to use after different prepositions. We'll give you a sentence, and we want you to make a small change in it, according to a prompt, like this. Ich fahre mit der Straßenbahn. Bus. Ich fahre mit dem Bus. Now it's your turn. Ich fahre mit dem Bus. Stadt. Ich fahre in die Stadt. Schule. Ich fahre zur Schule. Auto. Ich fahre mit dem Auto. Now we're going to do the same kind of thing with another sentence. Only this time we'll give you an English phrase to tell you what change to make. Like this. Ich wohne gegenüber dem Bahnhof. Outside the town. Ich wohne außerhalb der Stadt. Now you? In a village. Ich wohne in einem Dorf. Next to the church. Ich wohne neben der Kirche. On the ground floor. Ich wohne im Erdgeschoss. Chapter 1. Language Exercise 2. It's becoming more common these days to exchange houses during the summer. Imagine you're renting yours to a German family. They got your name through an agency and wrote to you last week. Now Herr Schöller is ringing to find out more about the house. We'll tell you what to say to him. Hallo, hier ist Schöller. Ich habe Ihnen letzte Woche geschrieben. Say hello, Mr. Schöller. How are you? Hallo, Herr Schöller. Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Ich rufe Sie an, um Näheres über das Haus zu erfahren. Könnten Sie es mir bitte beschreiben? Say, of course. Freilich. On the ground floor, it has a kitchen. Im Erdgeschoss gibt es eine Küche and a living room.
Und ein Wohnzimmer. Gut. Wie viele Schlafzimmer hat es? Say it's got 3 bedrooms on the first floor. Es hat 3 Schlafzimmer im ersten Stock. Hat es einen Garten? Hoffentlich haben wir im August schönes Wetter. Say yes, it's got a small garden. Ja, es hat einen kleinen Garten. And it's fairly quiet. Und es ist ziemlich ruhig. Wie weit ist es von der Stadtmitte? Say, not far. Only 5 minutes on foot. Nicht weit, nur 5 Minuten zu Fuß. Also, Frau Robinson, vielen Dank für die Auskunft. Ich schreibe Ihnen nächste Woche. Say thank you very much. Goodbye. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.